Hey, wir kennen uns erst seit der Bahn stumpf, doch wir haben den gleichen Traum. Wir wollen auf den Mond und bauen uns mit unseren Köpfen. So wie Kinder denken mit der Kraft von den Gedanken, in Raketen zusammen. Das Leuchten in den Augen ist der zündende Funken, wo die Maschine startet und unsere beiden Herzen pumpen, bis das Feuer, wo sich zwischen uns entfacht, am Ende vom Heck mit voller Wucht aus der Düse jagt. Schau, wir fliegen ab, sehen, wie die Erde kleiner wird und wie sich der Himmel über uns mit diesen Sternen füllt. Wir stehen noch ganz am Anfang, wir haben genügend Zeit, der Zeiger steigt, doch verlässt länger nicht den grünen Bereich. Bei dem tiefen Speed, das Bild in unserem Fensterrahmen noch so klar und leuchtet in den buntesten und hellsten Farben. Wir sind voll Elan, wir sind fest bereit, alles zu geben. Denn vor uns liegt unsere längste Reise. Das ist die Reise zum Mond, durch unsere Galaxie, du und ich, in der Raketen aus der Fantasie. Wir kämpfen Hand in Hand für unser bestes Ziel. Wir wollen das beste Team im ganzen Universum sein. Das ist die Reise zum Mond, durch unsere Galaxie, du und ich, in der Raketen aus der Fantasie. Wir kämpfen Herz an Herz für unser bestes Ziel. Wir wollen das beste Team im verdammten Universum sein. Doch wir verfahren uns in dieser fremden Welt und nehmen gleich auf die ersten schwarzen Löcherkurs. Nur weil wir beide gegen Gesetz am Lenker reisen, fliegen wir ins Innere, wo Monster uns so Tränen treiben. Doch wir kommen raus, denn wir erleben genug, dass wir gar nicht gleich sind, sondern dass man sich ergänzen muss. Und gleich haben wir verstanden, wie gut wir landen, wenn ich nur die Raketen steuere und ich lerne die Route planen. Wir lassen die Lücken runter, nehmen die Sterne ein, zeichnen die Herz in Staub, schreiben unsere Namen rein, haben jeden Glücksmoment fest mit deinem Bild und füllen unser Tagebuch mit Geschichten, die uns keiner nimmt. Wir sind jetzt ein Team, nach jedem nächsten Schritt sehen wir jeden Mond. Ein kleines Stückchen näher ist, wir zweifeln nicht mehr, wissen jetzt. Wir gehen den richtigen Weg und hoffen für einen Augenblick, dass die Reise noch ewig währt. Das ist die Reise zum Mond, durch unsere Galaxie, du und ich, in der Raketen aus der Fantasie. Wir kämpfen Hand in Hand für unser bestes Ziel. Wir wollen das beste Team im ganzen Universum sein. Das ist die Reise zum Mond, durch unsere Galaxie, du und ich, in der Raketen aus der Fantasie. Wir kämpfen Herz an Herz für unser bestes Ziel. Wir wollen das beste Team im verdammten Universum sein. Doch irgendein Schwert in dieser Kapseln eng. Die Luft wird dünner und langsam wird auch Atmen schwer. Ich denke immer mehr, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich drücke den Zeiger durch bis auf in den Rotbereich. Kommen in den tiefen Rausch und erwachen im Sterne. Ziehen an uns vorbei, werden zu verblassten Punkten. Wir werden durchgeschüttelt, plötzlich schaltet die Lichter ab. Der Alarm geht an, doch es stellt mir niemand ab. Ich habe eine riesen Angst, du sagst mir bremsen klein. Ich versuche zu bremsen, aber drücke nur noch mehr aufs Gas. Und wo ich sehe, dass der Mond das ganze Fenster füllt, mach ich nur noch die Augen zu und hoffe, dass es schneller hört. Du erkennst mich nicht mehr, du bist jetzt ein Star von beiden. Nimmst den Lenker an dich und versuchst den Knall zu vereiteln. Du machst alles fuck, du machst wirklich alles. Doch es hat ein Team gebraucht, um die Raketen nochmal sicher zu landen. Das ist die Reise zum Mond, durch unsere Galaxie, du und ich, in der Raketen aus der Fantasie. Du kämpfst ganz allein für unser bestes Ziel. Wir wollen das beste Team im ganzen Universum sein. Das ist die Reise zum Mond, durch unsere Galaxie, du und ich, in der Raketen aus der Fantasie. Du kämpfst ganz allein für unser bestes Ziel. Wir sind das beste Team im verdammten Universum gewesen. Wenn du jetzt am Abend gut an den Himmel schaust und den Mond betrachtest, wirst du nur einen Krater sehen. Noch siehst du nur den Krater, aber eines Tages wirst auch du im Mond wieder ein Lachen sehen. Und vielleicht denkst du dann an unsere gemeinsame Reise, du und ich, in den Raketen aus der Fantasie. Und vielleicht kommt ja dann der Punkt, wo du sagst, wir sind zwar hergelandet, doch wir haben den Mond erreicht.